Herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Vortrag Trends im Webdesign, Hot or Not. Vor allen Dingen auch deswegen herzlich willkommen, weil ich mir bewusst bin, dass das hier der letzte Slot am zweiten Tag ist. Umso mehr freue ich mich über jeden Einzelnen, der nochmal die geballte Konzentration und Fokussierung auf den Vortrag vornimmt und sich hier nochmal hingesetzt hat, um mir zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben zwei Tage hinter uns, wir haben schon wahnsinnig viel gehört. Das Gute an meinem Vortrag ist, man kann sich ein bisschen zurücklehnen, man kann sich ein bisschen berieseln lassen. Es wird absolut nicht technisch, ihr werdet keinen Source-Code sehen, alles voll in der Oberfläche. Das Thema ist, was? Doch, da kommt irgendwas. Also Hot or Not, Trends im Webdesign. Ich möchte mich natürlich kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Metzler. Ich bin Designer und Konzepter. Designer über Printdesign, Logoentwicklung bis hin zum Webdesign und dort in Verbindung mit Content Management System natürlich Joomla. Seit ich mit Joomla arbeite, bin ich dann auch mehr und mehr in die Community-Szene gekommen. Neben meiner kommerziellen Arbeit für meine Marke A-Fusion New Media Design, die in Frankfurt angesiedelt ist, betreue ich also auch die Joomla User Group Frankfurt Rhein-Main. Einige haben mich schon angesprochen. Klar, jeder ist willkommen, das kostet nichts. Einfach hinkommen, www.joomla-rhein-main.de, da sind auch immer die aktuellen Termine. Wir treffen uns einmal im Quartal, immer am ersten Montag. Und haben da immer sehr schöne Sessions, sind zwischen 20 und 30 Leute da und diverse Vorträge, sehr, sehr spaßiger Abend. Außerdem bin ich seit diesem Jahr auch mit ein wenig Stolz auch Teil vom Joomla Design Team, unterstütze da also die Marketing-Truppe. Wir werden jetzt die neue Joomla-Broschüre launchen, die deutsche Ausgabe habt ihr schon in eurer Tasche gefunden, die wird jetzt internationalisiert, mehrsprachig übersetzt und das sind natürlich erfreuliche Entwicklungen. So, aber kommen wir zum Trend, das Thema meines heutigen Vortrags, also Trends im Webdesign, Trends, Trendy, der Trend, was ist überhaupt ein Trend? Ein Trend könnte man vielleicht definieren als ein sich wandelnder Prozess von einer etablierten Eigenschaft hin zu einer nächsten, hin zu einer neuen. Und oft ist es so, dass Trends irgendwo am Rande von der Gesellschaft entstehen, im sogenannten Underground. Und erst wenn sich dieser Trend dann durch die Mitte der Gesellschaft zieht, bezeichnet man das Ganze als Trend. Dann ist er nämlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber ihr sitzt jetzt nicht hier, weil ihr irgendwelches Theorie-Gebabbel von mir haben wollt, sondern ihr wollt natürlich wissen, was ist denn der neueste heiße Scheiß? Und den habe ich euch natürlich auch mitgebracht und ich freue mich und bin ein bisschen stolz, euch den jetzt auch präsentieren zu dürfen, denn hier ist der absolute Trend, der neue Trend und zwar aus dem Jahr 2005. Was wir hier sehen, ist der sogenannte Aqua-Button. Der Aqua-Button zeichnet sich durch folgende Designmerkmale aus. Er hat runde Ecken, er wirkt dreidimensional, er hat Glanzkanten, er hat diese ins unendlich laufende Spiegelung, oft ist er mit Schatteneffekten unterlegt und das war mal ein absoluter Trend. Wie ist es zu so einem Trend gekommen? Nun, im Webdesign ist es oft so, dass Trends sich im Webdesign inspirieren lassen von den Designschmieden, von großen IT-Firmen. Ich will da jetzt auch gar keine einzelnen Namen nennen oder irgendwie Werbung machen. Wie, du bist Designer und hast kein Mac? Ah, Problem gelöst. Okay, Apfel-Gag funktioniert. Sehr schön. Ist ja, der Vortrag ist eine Premiere heute. Ich habe ihn noch nicht vor Publikum gehalten, deswegen war jetzt auch der Teil sehr spannend für mich. Aqua-Button. Um das Jahr 2000 hat die Firma Apple das Betriebssystem Mac OS vorgestellt. Wir sehen hier die Oberfläche von Mac OS. Und das ist im sogenannten Aqua-Design. Wir sehen Glanzpunkte, wir sehen diese dreidimensionale Darstellung, wir sehen
bei den Bedienungselementen, die sind in Tropfenform, in Wasserform. Wir sehen leichte, transparente, schwebende Flächen mit Schattenwurf, Dreidimensionalität. Das spiegelt sich hier auch in den Eigensprachen wieder. Bunte, knallige Farben werden eingesetzt. Und diese Art der Gestaltung hielt Einzug ins Webdesign. Zahlreiche Seiten wurden nach diesen Vorbildern gestaltet. Und hier sehen wir so eine typische Navigationsleiste, die eben genau dieses Design kopiert oder sich davon hat inspirieren lassen. Knallige Farben, oh, das ist toll, vielen Dank. Nee, ist mir zu kompliziert, aber wenn du erfasst, wovon ich gerade rede, kannst du gerne draufdeuten, das ist super. Bunte Farben, knallige Flächen, auch hier die Eigensprache, dreidimensional, multicolor, versucht das Ganze fast wie eine Wasserkugel darzustellen. Das hielt Einzug ins Webdesign. Und wir Designer, wir saßen stundenlang an unserem Photoshop und haben mit diversen Ebeneneffekten versucht, unsere Buttons dahin zu vergewaltigen, dass sie so cool wirken, wie sie da wirken. Und später kam CSS dazu, dann gab es ganze Generatoren, CSS-Generatoren für Buttongestaltung, wo wir mit der Oberfläche anklicken können, Inner Shadow, Outer Shadow, Glow, wie viel Prozent. Und er hat uns dann das fertige CSS ausgespuckt für so einen Button. Da befinden wir uns jetzt schon in der Geburtsstunde vom Web 2.0. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch dran erinnern. Die Apfelfirma hat uns aber nicht nur zum Aqua-Design inspiriert, sie hat uns auch noch ein anderes Design-Paradigma gezeigt. Und zwar der Skoyomorphismus. Skoyomorphismus. Letztes Jahr bei meinem Vortrag bin ich noch über den Begriff gestolpert. Diesmal habe ich wirklich geübt. Skoyomorphismus kommt nämlich aus dem Altgriechischen und bedeutet Behälter, Werkzeug, Gestalt. Das ist eine Stilrichtung, hauptsächlich aus dem Design, bei dem versucht wird, das Material, die Oberfläche oder die Form eines vertrauten, real existierenden Gegenstandes nachzuahmen, ohne dass er durch die Funktion begründet ist. Einfacher ausgedrückt, wir versuchen in einer zweidimensionalen, digitalen Welt dreidimensionale, analoge Gegenstände nachzuahmen. Das war eine Idee, dass man sagt, das, was man schon aus der analogen Welt gelernt hat, dieses übertragen wir in die Zweidimensionalität, in die digitale Welt und behandeln es da genauso. Beispiele dazu. Wir kennen den Kalender von Apple. Wir sehen hier Papier, wirft Schatten, lässt sich blättern. Wir sehen sogar oben, ich weiß nicht, ob man es weiter hinten sehen kann, Teile vom abgerissenen Papier, was oben hängen bleibt, wenn wir die Seite abreißen. Wir sehen hier eine Anwendung, ein Equalizer, wo wir zum Beispiel mit der Maus die Kabel umstecken konnten, um die Amplitude vom Sound zu beeinflussen. Also alles das, was wir aus der analogen Welt kennen und gelernt haben, versuchen wir da nachzuahmen. Und diese Art der Gestaltung, dieser Skoyomorphismus, hat eben auch natürlich Einzug ins Webdesign gehalten. Und so wurde ein sehr langer Zeitraum im Web nach diesem Prinzip gearbeitet. Wir sehen hier ein sehr schönes Beispiel. Hier wurde zum Beispiel das Material von dem Produkt, was hier beworben wird, die Eigenschaften, die finden wir oben in der Navigationsleiste wieder. Es ist eine Lederoberfläche, es ist abgenäht, es wirft kleine Schatten. Wir sehen diesen Zirber da oben, der ist auch abgenäht, der wirft auch einen Schatten. Das B-Logo ist reingestanzt, wirft nach innen Schatten. Das ist ja alles nicht real. Diese Gegenstände, die werfen keinen Schatten. Die sehen nur so aus, als würfen sie einen Schatten. Das hier kennen wir, Reißverschluss. Was machen wir? Wir ziehen dran. Was machen wir? Wir nehmen mit der Maus klicken dran und navigieren damit dreidimensional das Produkt. Sehr schöne Idee, ganz tolles Beispiel für Skoyomorphismus. Anderes Beispiel. Der Content von dieser Webseite ahmt antikes Zeitungspapier nach. Nicht nur in Typografie, sondern auch in der Materialbeschaffenheit. Eingerissenes Papier vergilbt. Hier sind Abstellflächen, da hat mal eine Flasche oder was drauf gestanden. Eselsohren eingerückt. Hier diese Navigationselemente, auch eingestanzt, abgenäht. Alles das ist der Realität nachempfunden. Das Web wurde real. Das Web war
sehr, sehr schön und das Web hat so eine sehr lange Zeit gut funktioniert. Dann aber gab es einen Paradigmenwechsel. Das sogenannte Flat Design hat Einzug gehalten in die Webdesign-Szene. Was war passiert? 2010 hat die Firma Windows ihr Windows Phone am Markt eingeführt und 2012 das Betriebssystem Windows 8 natürlich, im sogenannten Metro-Design. Ich habe es extra ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, weil eigentlich hieß diese Oberfläche mal Microsoft Modern UI, also UI, User Experience. Aber in der breiten Masse hat dieser Begriff Metro-Design eigentlich sich etabliert. Der zeichnet sich jetzt durch völlig andere Eigenschaften aus. Wir haben plötzlich keine Dreidimensionalität mehr. Wir haben keine nachgeahmten realen Gegenstände mehr. Wir sind plötzlich zweidimensional. Wir sind vereinfacht, wir haben keine runde Ecken mehr, wir haben ganz klare, quadratische, monofarbige Flächen. Wir haben auch keine dreidimensionalen Icons mehr, monochrome Icons, zweidimensional. Das Ganze kombiniert mit Fotos, macht das Ganze dann auch wieder sehr freundlich. Und wie kam es jetzt dazu, dass sich so ein neuer Stil plötzlich so durchsetzen konnte? Nun, 2010 hat Ethan Market auf der Webseite A List Apart seine ersten Gedanken, seinen ersten Artikel zum Thema Responsive Web Design verfasst. Und diese Art der Gestaltung, dieser Minimalismus, der kam natürlich diesem Responsive-Gedanken sehr entgegen. Content first, mobile first, Content is king. Das waren alles Schlagworte, die waren sich gerade am Etablieren ab 2010. Und hier haben wir jetzt eine minimalistische Gestaltung, die sich natürlich sehr viel leichter auf mobilen Endgeräten darstellen lässt als komplizierte grafische Oberflächen, die natürlich eine sehr viel weniger große Ladezeit haben als überfrachtete Webseiten. Das alles trug eigentlich sehr zum Siegeszug dieses Flat Designs bei und erhielt sehr, sehr schnell Einzug ins Webdesign. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel, monochrome Flächen, zweidimensionale Typografie, ähnlich wie beim Metro-Design, angereichert mit Bildelementen. Hier oben das Menü ist sogar in der Desktop-Variante schon mobile optimiert dargestellt. Da verzichtet man schon darauf, die Navigation in groß darzustellen. Und 2013 gab es ein sehr schönes Projekt, das kann ich euch mal empfehlen anzusurfen, das nennt sich flatversusrealism.com. Und da gab es diesen lustigen Flat-Converter, der diese ganzen schönen dreidimensionalen Icons, die wir kennen, platt gemacht hat. Flat versus Realism. Zeigt eine kleine Story, super schön gemacht technisch, wo es um diesen Kampf zwischen Skoiomorphic Design und Flat Design geht, sehr zu empfehlen. Das Web wurde flach, das Web wurde monochrom. Riesige Farbflächen entstanden und die bildeten wiederum eine sehr schöne Bühne für Typografie. Und inszenierte Typografie enthielt einen ganz neuen Stellenwert im Webdesign. Wir haben später noch ein paar Beispiele, wo das noch deutlicher wird. Aber man kann natürlich nachvollziehen, dass so eine Gestaltung sehr viel einfacher mobil umsetzbar ist als aufwendige grafische Oberflächen. Unterspielarten vom Flat Design sind entstanden, wie zum Beispiel das sogenannte Long Shadow Design. Long Shadow Design, also zweidimensionale Icons, die durch die Eigenschaften langen Schatten zu werfen, einfach ein optisches Gimmick darstellen. War ein Trend, hat sich hier und da bewährt, ist natürlich in der breiten Masse nicht unbedingt einsetzbar. Wenn man mal sich das in der Realität vorstellt, ich sitze in meinem Büro, das Telefon klingelt, ja, hier ist Baustoffe Schmidt aus Frankfurt, wir brauchen eine neue Homepage. Was ist dann gerade so in? Und ich sage dann, ja, im Moment ist gerade in total das Long Shadow Design, das ist genau das Richtige. Was? Was für Design? Long Shadow, also das passt irgendwie nicht so zusammen. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wie cool ist es denn wirklich auch für den Kunden. Ich finde es hip, Baustoffe Schmidt wahrscheinlich nicht ganz so sehr. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht aus der
Web 2.0-Zeit noch. Das hat ein befreundeter Designer von mir gemacht, das Design. Und das sind die typischen Web 2.0-Elemente. Wir sehen hier zum Beispiel diesen Schatten, den wir auch aus der Apple-Welt kennen. Der Glanz da oben. Wir haben runde Buttons, Glanzpunkte, die haben so einen leichten, soften Farbverlauf, kriegen damit auch eine Dreidimensionalität. Die Eigensprache hier, mehrfarbig, dreidimensional und der Realität nachempfunden, runde Infoboxen und die haben gerade gelauncht. Die sind jetzt Flat Design und sehen jetzt so aus. Kann man noch gut wiedererkennen, aber wir sehen schon, Minimalismus, sowohl im Content als auch in der Gestaltung. Viel größere Flächen, keine Begrenzung mehr an den Seiten. Monochrome Icons, einfarbig. Zweidimensionalität, flach. Und sogar in der Apple-Welt hat das Flat-Design Einzug erhalten. By the way, kennt jemand Perry Rhodan? Ja? Wahnsinn. Absolut. Ich bin ja großer Science-Fiction-Fan, hab die Bücher nie gelesen, aber höre jetzt diese epischen Hörbücher. Stundenlange Hörbücher. Und wenn ihr mal nicht einschlafen könnt, das hier ist die Lösung. Viertelstunde, ihr seid weg. Okay, also es geht um die, eigentlich geht es hier um die Bedienelemente, ne? Flat Design in einem Audio Player. Was ist denn hier überhaupt noch? Eine Fläche zum Drücken und zum Benutzen. Jemand, der das noch nie gesehen hat, kann das wahrscheinlich auf Anhieb nicht unbedingt sagen. Also zum Beispiel diese grauen Punkte, wenn ich da drauf drücke, kann ich meinen Beitrag bewerben. Graue Flächen sind aber auch das hier. Wenn ich hier drauf drücke, passiert überhaupt nichts. Dann kann ich den Slider bewegen. Okay. Das hier ist auch ein Slider, den ich bewegen kann. Aha. Also das muss man dann eventuell vielleicht schon wieder lernen, dieses Flat Design zu benutzen. Und das ist auch eine Sache, die man dem Trend Flat Design sozusagen entgegenstellt, dass man sagt, die Benutzbarkeit, die Usability von Oberflächen, von Apps, von Webseiten, die darf unter der flachen Gestaltung nicht leiden. Wir müssen Bedienelemente erkennen können, dass sie Bedienelemente sind, ohne drüber nachdenken zu müssen, auch im Flat Design. Preisfrage. Es geht mir hier drum. Wer Apple-User ist, darf jetzt nicht mitspielen, aber diese Taste, wenn ich jetzt nach DE weiterschreiben würde, wäre der nächste Buchstaben groß oder klein? Wäre es für groß? Wäre es für klein? Bisschen weniger, paar sind sich auch sehr unschlüssig, die haben sich nicht gemeldet. Also es ist auf jeden Fall schon mal keine eindeutige Sprache, die hier gesprochen wird, ne? Also ich darf es auflösen, es ist aktiviert, das heißt, der nächste Buchstabe wäre groß, aber es gibt mir eigentlich kein optisches Feedback, weil diese Taste genauso gestaltet ist wie alle anderen Tasten. Und wenn ich die deaktiviere, sieht sie eben aus wie alle diese Tasten. Also da sehe ich hier und da bei der Usability auch im Flat Design ein wenig Nachholbedarf hier und da. Wie auch immer, das Web wurde weiter reduziert, monochrome Flächen und es wurde immer flacher. Und vielleicht wurde es auch ein bisschen lebloser. Und dementsprechend ist das Bedürfnis gewachsen, dem Webdesign wieder mehr Leben einzuhauchen. Welchen Weg ist man da gegangen? Nun, zum einen habe ich schon gesagt, natürlich durch große Typografie, die uns eine Botschaft vermittelt, und durch den vermehrten Einsatz wieder bildschirmfüllender oder großflächiger Fotografie, um wieder Emotionen ins Flat Design zu bringen. Hier ein Beispiel einer Webseite, wo die vollflächige Fotografie durch den Schwarz-Weiß-Anteil und durch die Dunkelheit völlig in den Hintergrund tritt und bildet die große Bühne für hier diese inszenierte Typografie. Und selbst die Bedienbuttons sind hier nur noch Outlines. Man nennt das Ghost-Buttons im Moment. Sieht man bei neueren Webseiten im Moment ganz, ganz viel. Auch hier vielleicht die Gefahr, dass man nicht mehr ganz erkennen kann, dass es eigentlich ein Button ist, eigentlich eine schaltbare Fläche. Aber das ist im Moment so die absolute Reduktion von Schaltflächen. Anderes Beispiel, Exposure. Auch hier wieder großflächige Fotografie, verdunkelt in den Hintergrund genommen, als Bühne für die Typografie.
Hier wieder unser Ghost-Button und hier, das kennen wir schon, das Kacheldesign, inspiriert vom Metro-Design. Also diese Elemente finden wir im Moment bei Relaunches ganz, ganz viel. Noch eine weitere Reduktion, hier haben wir nur noch Fotografie mit Navigation und Typografie. Das Bild hier, das ist auch ein moderner Trend im Moment. Man entsättigt die Bilder sehr stark, die kriegen fast schon so eine Art Vintage-Patina-Effekt, sage ich mal. Es gibt gar keine ganz klaren Weiß- und Schwarzräume mehr, sondern es wird alles ein bisschen flau. Damit lässt sich natürlich auch unterstützen, dass das Ganze als Bühne für die Typografie dienen soll. Hier funktioniert es noch einigermaßen, aber hier haben wir schon weiße Typografie auf hellen Flächen und beim kontrastarmen Monitor, vielleicht noch mit Sonneneinstrahlung, da wird es schon relativ mau. Der nächste logische Schritt vom Standbild hin zum Bewegtbild, also Einsatz von Video. Video gibt uns über die Fotografie hinaus noch die Möglichkeit, mehr zu transportieren. Zum Beispiel Airbnb begrüßt seine Besucher auf der Startseite im Moment oben mit kleinen Videoclips. Wäre diese Folie ein Video, würde diese Frau demnächst aufwachen, sich ein bisschen bewegen, aufsetzen und erzählt eben kleine Geschichten davon, wie Leute, die Gast in einer privaten Unterkunft sind, ihren Aufenthalt erleben. Was könnte da passieren? Kleine Szenen, Begegnungen, die Airbnb eben einzigartig machen, die uns die Hotels eben nicht bieten. Bietet Airbnb hier als kleine Emotion-Videos. Hier oben links das Icon, auch das wieder nur auf die Outboarders reduziert. Hier sehen wir auch schon wieder unser bereits liebgewonnenes Kacheldesign. Das ist im Moment relativer State of the Art. Bei PayPal ist es so, dass sie ihre Besucher mit einem fast vollflächigen Video begrüßen. Wir sehen eine Kfz-Karosserie, auf der sich eine Abendstimmung spiegelt mit dem Slogan "Jetzt seid ihr dran". Ich muss gestehen, mir hat sich's nicht ganz erschlossen, weil in dem Video passiert sonst wirklich nichts. Es steigt keiner ein, es steigt keiner aus, es fährt keiner weg, es kommt keiner an. Es läuft die ganze Zeit im Loop. Jetzt seid ihr dran. Okay, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Aber vielleicht hat PayPal hier dieses Video auch tatsächlich nur als bewegten Hintergrund eingesetzt, ohne damit irgendwas transportieren zu wollen. Und genau da liegt aber auch die Chance von Video. Wir haben natürlich die Möglichkeit, mehr zu erzählen als nur bewegten Inhalt. Und damit sind wir bei dem Trend des Storytellings angekommen. Das ist jetzt wirklich schon meiner Meinung nach echt heißer Scheiß. Wir erzählen Geschichten, Storytelling. Wir geben durch Interaktivität, durch ein gutes Drehbuch, durch gute Ideen mehr Emotionen aus der Webseite raus zum User hin. Das ist ein ganz tolles Werkzeug, wird jetzt ja auch immer interessanter. Wir haben höhere Bandbreiten, wir haben intelligentere Devices, wir haben den HTML5 Video Tag. Es wird alles mehr und mehr standardisiert. Diese Technologien sind einsetzbar. Und ich habe euch hier ein tolles Beispiel mitgebracht. Das müsste ich jetzt mal live demonstrieren und ich hoffe, es raucht mir nicht ab. Von einer Video-Webseite, die eben Storytelling betreibt. Und da lassen wir uns einfach mal reinziehen ins Geschehen. Vorhin bei meinen Versuchen ist es manchmal leider abgeraucht, aber vielleicht haben wir jetzt einfach Glück. So, wir brauchen natürlich Ton. Et Charles ? Ouais. Hey, quelle belle journée, là. Oh ! Ouais. Ça va ? Ouais. Tu prends la barre deux minutes ? T'es sûr, là ? Ouais. Tu le sens bien ? Ok. Allez. Oh là là. Quoi ? Tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Julien! Quoi? Attention!
So, unser Protagonist ist über Bord gegangen. Und ich muss jetzt hier mit dem Mausrad drehen, um den über Wasser zu halten. Ich bin hier die ganze Zeit am Scrollen, wie bekloppt. Okay, langsam wird der Finger schwer. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich krieg da Gänsehaut von. Ne? Also das ist unfassbar gut. Also es ist wirklich unfassbar gut. Was wir jetzt gerade erlebt haben, ist eine interaktive Geschichte, hochklassig produziert, auch das Sounddesign. Man wird ja quasi in diese Geschichte reingezogen, auch durch die subjektive, also durch die Ansicht des Protagonisten, der über Bord geht. Man wird ja quasi von der Panik regelrecht angesteckt. Man hat ja wirklich Angst zu ertrinken. Man wird so stark emotionalisiert, dass ich fast schon hier auf der Bühne Lust kriege, eine Rettungsweste zu tragen. Ja? Das Ganze stellt sich dann wirklich als allgemeine Werbung für Rettungswesten auf See aus und im Speziellen natürlich für einen Hersteller. Aber hier sage ich Chapeau, fantastisch. Hier wird wirklich par excellence die Emotion, die Gefahr, auch durch das Storyboard. Ne? Wir sind auf einer wunderschönen Szene auf See. Schönes Wetter, die Jungs sind cool drauf. Ne? Wer des Französischen mächtig ist, man versteht sie auch so einigermaßen. Er sagt ja zu ihm, kannst du mal kurz das Steuerrad halten? Er macht das natürlich auch, aber er guckt auch so ein bisschen unsicher. Er weiß nicht, was er zu tun hat. Er kann nicht zurückfahren. Und in dem Moment, wo der andere über Bord geht, ist ihm das auch klar, dass das Boot nicht mehr zurückkommt. Und dann ist es nur noch ein Überlebenskampf. Und dieser Überlebenskampf emotionalisiert uns und verbindet uns am Ende mit dem Produkt, mit der Message. Fantastisch. Storytelling, meiner Meinung nach das nächste große Ding, was noch viel weiter gehen wird. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mit meiner Begeisterung angesteckt. wie komme ich denn? Ach ja, die Escape-Taste. Wer lesen kann, gewinnt. Es gibt eine andere Art von Storytelling, die ich euch noch zeigen will. Und zwar die Verbindung Storytelling ohne Video, mit dem Parallax-Scrolling, auch ein Trend. Und dem One-Page, auch ein Trend. Mein Gott, so viele Trends. Was ist Parallax-Scrolling? Beim Parallax-Scrolling ist einfach so, wir erzeugen einen optischen Effekt, dadurch, dass wir verschiedene Ebenen auf der Webseite unterschiedlich schnell bewegen. Dadurch entsteht ein Tiefeneffekt. Wir kennen den Effekt, wenn wir im Zug fahren und aus dem Fenster gucken, dann sind die Bäume, die ganz dicht am Fenster sind, die scheinen mit großer Geschwindigkeit an uns vorbei zu fliegen und ein Dorf oder ein Berg am Horizont bewegt sich scheinbar viel langsamer. Dadurch entsteht Tiefe. Und so ein Parallax-Scrolling-Effekt kann man auf einem One-Pager, also auf einer einzigen Webseite, deren Content vertikal angeordnet ist, ausspielen.
auch da habe ich euch ein ganz nettes Beispiel mitgebracht. Und zwar die Website Dangers of Fracking. Die ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie die Rettungsweste, aber auch ein sehr schönes Beispiel, wie man in der grafischen Welt über dieses Parallax-Scrolling, wenn ihr mal darauf achtet, die Wolken im Hintergrund, die bewegen sich unterschiedlich schnell. Hier sieht man es ganz gut auf der rechten Seite. Ne? Und wir folgen jetzt die ganze Zeit diesem Tropfen, der während seiner Reise uns die Fakten über die Gefahren von Fracking erzählen. Wie viel Wasser wird da verbraucht? Welche Chemikalien werden benutzt? Wo sind die Gefahren? Was genau dringt ins Erdreich ein? Und das geht eine ganze Zeit lang so. Und wir bleiben eben die ganze Zeit auf einer einzigen Website, deswegen One-Pager. Auch hier Flat-Design, ne? Wir sind immer noch in der Flat-Design-Welt. Bis wir am Ende dann im Erdreich ankommen, sind schon mit Chemikalien angereichert und werden dann zum Fracking eingesetzt. Das ist im Prinzip eine tolle Art und Weise, wie man die Probleme des Frackings und die Gefahren visualisieren kann, auf fast schon eine spielerische Art und Weise. Über rein, wir schreiben einen Artikel, wir zeigen Fotos dazu und wir machen große Texte, finde ich hier eben auch ein sehr schönes und gelungenes Beispiel zum Thema Parallax-Scrolling in Verbindung mit One-Pager, in Verbindung mit Storytelling. Hydraulic Fracturing heißt die Website. Jetzt haben wir natürlich einige Trends gesehen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wohin soll der ganze Weg gehen? Wohin ist jetzt natürlich kein Trend, sondern die Frage, die man sich natürlich auch als Webdesigner stellt, was könnte denn das nächste große Ding sein, was kommt? Was könnte passieren? Naja, werfen wir nochmal einen Blick auf unseren jetzt fast schon liebgewonnenen Aqua-Button vom Anfang meines Vortrages. Das war mal ein Trend. Und wenn wir den jetzt so sehen, dann wirkt er irgendwie fast schon ein bisschen komisch auf uns. Auf jeden Fall wirkt er alt. Und das ist auch eins der Probleme von Trends. Trends veralten. Die kommen und gehen. Was heute aktuell und hip und angesagt ist, kann morgen schon wieder veraltet oder antiquiert oder vielleicht sogar komisch wirken. Und deswegen sind Trends, um sie aktuell zu halten, natürlich auch sehr pflegeintensiv. Gut für uns Designer, schlecht eventuell für die Kunden. Zumindest wenn es Kunden sind, die gar keine Webseite, gar kein unbedingtes trendiges Webdesign benötigen. Deswegen müssen wir uns fragen, für was designen wir, für wen designen wir, welche Firma, welches Produkt, welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Haben wir das Startup-Unternehmen mit hippen Jungs, die voll Gas geben und raus wollen? Oder haben wir ein traditionelles Geldinstitut mit traditionellen Werten? Für Letzteren wäre eher die Kunst, ein Design zu schaffen, was in einem Jahr noch nicht optisches Patina angesetzt hat. Ein zeitloses Design zu schaffen. Hat jemand die Präsentation von Apple gesehen, Anfang der Woche? Top aktuell? Ja, lief der Livestream bei dir? Bei mir nämlich nicht. Echt? Sehr geil. Also ich hatte Standbild und eins der Standbilder, die mir gezeigt wurde, war natürlich die neue Apple Watch. Cool. Ja? Da ist mir eine Sache aufgefallen und zwar die Icon-Gestaltung auf dem Display. Die Icons waren jetzt plötzlich rund. Die waren nicht mehr quadratisch. Und je weiter die Icons im Zentrum vom Display, hier ist die neue Apple Watch hier, so, je weiter die im Display waren, desto größer wurden die. Und je weiter die am Rand waren, desto kleiner wurden die. Vielleicht eine Inspiration fürs Webdesign, keine Ahnung. Runde Navigationselemente, die kontextbezogen in den Fokus gehen. Und wenn der Kontext verlassen wird, sich wieder zurücknehmen. Vielleicht. Displays werden immer kleiner. Google Glass, vielleicht in 5 oder 10 Jahren haben wir nur noch holographische Bilder, die auf handelsübliche Brillen projiziert werden. Dann sind das unsere neuen Gestaltungsräume. Ich denke, der Trend, dass man versucht, über das Webdesign Emotionalität zum Produkt zu wecken, rein über den Informationsgehalt hinaus, das ist auf jeden Fall eine Sache, die noch
glaube ich, einige Zeit Gewicht haben wird. Und letzten Endes ist alles natürlich auch eine persönliche Geschmackssache. Möchte ich lieber hier in meiner Flat-Design-Küche mein Frühstück zu mir nehmen? Ja? Monochrome Flächen, relativ zweidimensional. Fühle ich mich hier wohl? Ja? Mensch, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oder würde ich hier lieber in meiner skoiomorphischen Küche frühstücken? Steinapplikationen, Holzpaneele, Verzierungen. Fühle ich mich da lieber wohl? Das ist letzten Endes eine Geschmacksfrage. Und ganz am Ende entscheidet eben auch der Bauch. Vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß nicht, wie ich in der... Aber die ist eigentlich schon sehr lange so, wobei ich nicht weiß, das ist ja diese typische News-Gestaltung, ne? Also die könnte man, sich jetzt auch Spiegel Online und so weiter angucken, also viele, viele Felder. Wenn die mal launchen, das wird natürlich ein spannendes Thema, in welche Richtung gehen die? Denn wir haben ja mehr Platz mittlerweile, wir haben ja auch größere Bildschirme, warum sollen wir denn unseren Content so zusammendrücken? Ist die responsive? Glaube ich nicht. Mal gucken. Gucken wir doch mal, ob die responsive ist. Tipp, tipp, tipp. Nee, ist nicht responsive. Wäre cool gewesen, ist aber nicht. Weitere Fragen? Die Frage ist, ob es weiterhin angesagt ist, Fullscreen-Bilder einzusetzen. Also meiner Meinung nach absolut, ja, ist gegenwärtig auch absolut trendy. Gerade in Verbindung mit diesem leichten Vintage-Effekt, also großflächige Bilder, die eine Art Bühne bilden für die Elemente, die vorne stattfinden, würde ich sagen, ist im Moment absolut in. Ja. Sehe ich auch nicht, dass das jetzt in absehbarer Zeit so völlig vom Markt verschwindet. Aber das denke ich, was weiß denn ich. Aber würde ich so einschätzen. Ja. Ja, naja, also da gibt es natürlich verschiedene Lösungen. Gängig ist ja, dass man für so eine Skalierung ein JavaScript einsetzt, oder CSS3-Lösungen, die dann die Hintergrundfotografie so anpassen, wie der Browser ist. Ne? Problem ist natürlich, wir können die nicht unendlich groß machen, weil dann verbrennen sie natürlich auch einen Haufen Bandbreite. Aber bei so großen Monitoren ist es ja so, dass die User meistens ihr Browserfenster eh kleiner haben, weil die Monitore so groß sind, dass ein Fullscreen gar keinen Sinn mehr macht. Aber theoretisch breiten die sich über die komplette Breite aus. Nur irgendwann werden die dann auch unscharf. Ne? Das liegt eben daran, dass ich sie nicht unendlich groß machen kann, weil ich eben auch nicht so viel Bandbreite damit verschwenden will. Aber die werden dann irgendwann, die kriegen dann irgendwann so ein bisschen Unschärfe mit rein, je größer sie werden. Bitte?
Ja, dadurch, das war das, was ich vorhin mit dem nicht mehr ganz klaren Dunkel- und Hellräume gemeint habe. Die verflachen sowieso im Hintergrund ein bisschen, gewollt. Und dadurch wird natürlich dieses etwas matschige Werden auch nicht mehr so wahrgenommen. Also das heißt, es verschleiert. Beim Fernsehen würde man sagen, es versendet sich. Das ist tatsächlich ein gängiger Begriff aus dem Fernsehen. Ich arbeite hin und wieder auch noch fürs ZDF. Und dann sagt man immer, das macht nichts, das versendet sich. Sprich, man sieht es nicht mehr im Fernsehen. Noch Fragen? Ich weiß alles, ihr könnt mich alles fragen. Es gibt keine Frage, die ich... Jetzt habt ihr die große... Ja, bitte. Vielleicht das Mikro benutzen. Muss ich hier drauf drücken? Ja. Wie passt das mit den großen Bildern, diese Lady, die da auf der Bank da oder auf diesem Stein lag, zu dem Ansatz Content First? Also Kunden, die nicht riesen designintensiv sind, sondern die wirklich praktische Kunden sind, kleine Unternehmen, die einfach Daten haben, und dann zeigen die mir tolle Beispiele mit riesen Bildern und Fotos. Sind das zwei völlig verschiedene Richtungen oder würde ich sagen, du da Ansätze, die zu fusionieren? Also beides würde ich sagen. Also zum einen sind es völlig verschiedene Ansätze. Das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Wenn so ein Trend wie so ein riesiges Hintergrundbild nicht zu dem Kunden oder nicht zu der Message passt, warum sollen wir es dann einsetzen? Wenn es dem Kunden wirklich darum geht, wir müssen auf unserer Webseite schnell Fakten zeigen, dann mache ich da kein großes Bild als Eyecatcher dahin. Das Produkt erfordert vielleicht auch gar keine emotionale Welt, die wir da aufbauen. Nichtsdestotrotz kann man als Designer ja in der beratenden Eigenschaft überlegen, der Kunde hat vielleicht ein relativ dröges Thema, kriege ich da vielleicht doch ein bisschen mehr Spannung rein durch optische Gestaltung. Also ich will auch nicht sagen, dass sich das ausschließt, aber klar, wenn es nicht notwendig ist für dieses Produkt, dann muss man es auch nicht unbedingt machen, ganz klar. Und wenn Sie sagen, in Ihrem Fall, der Kunde legt dann eh keinen Wert darauf und es ist eine reine Informationsseite, dann komme ich ja nicht mit Storytelling und Parallax-Scrolling und riesigen Hintergrundvideos. Das macht dann keinen Sinn. Genau. Ja, bitte. Meine Meinung zu Google Fonts, ich setze sie ein. Ich bin mittlerweile auch Google-Opfer. Ja, wir haben natürlich über FontSquare, über Google Fonts, diese ganzen Online-Font-Tools, wie sie alle heißen, die Möglichkeit, über Content Delivery Network, also von fremden Quellen, uns Schriften ins Projekt zu holen. Das heißt, A, verlieren wir keine Bandbreite dadurch oder wenig, und B, können wir natürlich viel mehr mit Typografie arbeiten. Und deswegen befürworte ich eigentlich die Arbeit damit, weil wir natürlich gestalterisch viel mehr Möglichkeiten haben. Ob das besonders clever ist, dass das alles von Google kommt und dass da wieder Daten getrackt werden und, das sind natürlich Probleme. Das bin ich mir auch bewusst. Aber klar, als Gestalter, als typografisch interessierter Gestalter, bin ich natürlich dankbar, wenn ich Schriften jenseits der Arial, der Times New Roman, der Verdana einsetzen kann und endlich mal wieder was mit Schrift passiert im Web. Und das, glaube ich, wird auch nicht verschwinden. Das wird sich eher weiter ausbauen, denke ich. Würde ich prognostizieren. Alle happy? Dann nochmal vielen Dank. Der Herr Jardin kommt dann wahrscheinlich vor oder löst mich ab oder. Ah, die kommen dann hierher. Okay. Dann darf ich mich hier aber zurückziehen und nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht bis im nächsten Jahr. Dankeschön.